Da auch, da bin ich wieder, Biganox Barbecue. Ich habe einen Geheimtipp gekriegt, und zwar Secreto vom Schwein. Im ersten Moment keine Ahnung, was das ist, aber ich dachte mir, das probieren wir direkt mal aus. Also, wer das sehen will, der bleibt einfach dran. So, wir machen heute Secreto. Das hört sich auch schon geheim an, ist es auch, weil das ist wohl hier in Deutschland fast unbekannt. Das ist das geheime Stück Filet, so nennt man es. Und das kommt irgendwie zwischen Rücken und Rückenspeck, da liegt das. Und in Spanien ist es wohl sehr bekannt, aber hier kennt das kaum einer. Also ich habe es vorher noch nie gehört und auch noch nie so irgendwo gesehen. Denn Leute, das Fleisch, das sieht fantastisch aus. Das ist marmoriert, mit Fett durchzogen, astrein. Ich zeige euch das mal. Kommt mal ran. So, hammergeiles Stück Fleisch. Oder richtig geil marmoriert. Ich habe es mir bestellt. Das sollte ein 400 Gramm Stück sein. Das ist ein 500 Gramm Stück geworden. Das ist ja erstmal prinzipiell gut. Was mir nicht so gefallen hat, ist, als ich das dann so, war so eingerollt, als ich das ausgerollt habe, da war das nicht ein Stück, sondern hier dieses eine große und drei kleine. Aber okay, es ist halt ein Naturprodukt. Dafür habe ich hier 100 Gramm mehr, als ich bestellt habe. Also alles top. Vom Preis her, gut, das ist nicht das günstigste Fleisch. Das ist vom Iberico-Schwein. Es ist aber auch nicht das teuerste. Ich finde, zwischendurch kann man das ruhig mal so machen. Also von daher, und weil ich halt super gespannt darauf bin, wie das auch schmeckt. Wie gesagt, ein Kollege hat mir das gesagt, du musst das unbedingt probieren. Das ist ein ganz anderer Geschmack. Habe ich gesagt, das ist es mir wert. Das probiere ich. Was gibt es dazu zu sagen? Man muss halt ein bisschen darauf achten, das ist Schwein und das wollen wir aber trotzdem nicht komplett durch. Normalerweise machen wir Schwein ja über 70 Grad auf jeden Fall. Hier reicht eine Kerntemperatur 54, 55, 56 Grad. Erstens ist die Fleischqualität astrein, zweitens wird so auch richtig geil saftig bleiben und schmecken. Und wie ich es zubereite, habe ich mir gedacht, ganz einfach. Ich habe natürlich ein bisschen im Netz recherchiert. Ey, ich habe das auch noch nie gemacht, also von daher muss ich da auch mal nachgucken, wie man sowas am besten zubereitet. Und die schreiben alle, schön Hitze geben, nicht zu durch werden lassen und nur ganz leicht mit Salz würzen. Jetzt habe ich mir überlegt, ich werde das so machen, ich werde meinen Infrarotbrenner gleich aufheizen. Da geben wir dem einmal richtig Galle von jeder Seite, aber auch nur ein paar Sekunden, so dass es ein schönes Branding bekommt. Und dann werde ich gleichzeitig auf meinem Seitenbrenner mir ein schönes Stück Butter in der Pfanne schön schmelzen lassen. Und wenn das dann halt vom Infrarotbrenner, gebe ich ihn einmal rüber in die Pfanne, nur ganz kurz, werde in der Pfanne mit der Butter ein bisschen salzen und dann werde ich ihn rausnehmen und ich glaube, das könnte richtig geil werden. Ja, und ich würde sagen, das ist es schon. Wir legen jetzt los. Ich bereite hier alles vor, beziehungsweise heize den Grill vor und dann geben wir mal Gas. Also, bis gleich. Melancholy bells ringing on forever. Stories that they tell. Father, mighty father, went down to wish him well in the morning. Ain't that the way that it goes sometimes? Just when you save a little piece of your mind, they've got you drinking supernatural wine. Everyone was tangled up in someone else's mind. Father, mighty father, where do we draw the line? What's the answer? And I used to have a brother dreaming just like. So Leute, fertig ist es und es sieht herrlich aus, aber ich hatte ja auch richtig Stress, denn es ist mir das erste Mal passiert, mittendrin Gas leer. Ach du Scheiße, ja, da musst du aber auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Gas geben, dass die neue Flasche angeschlossen wird, damit ich hier nicht so eine lange Phase zwischendurch habe, wo es keine Hitze kriegt. Aber so ist es jetzt gut geworden, leicht goldbraun gebräunt vom Infrarotbrenner. Jetzt gerade noch in der Butter, glaube ich, auf die richtige Temperatur gezogen. Wenn ich es so anfasse, ist so, ich glaube, es ist wie so ein Stück Mediumfleisch. Ich schneide das jetzt einfach mal auf und dafür kommt mal ran. Supernatural every. Fight.
Leute, habt ihr gesehen, wirklich herrlich saftig, dann noch mit der Butter und ein bisschen Salz da dran. Müssen wir jetzt auch direkt probieren. Es lacht mich wirklich an. Ich teile mir das hier nochmal. Und gut. Boah. Da guckt jemand gierig hinter der Kamera. Boah, Scheiße, ist ja gut. Komm, ausnahmsweise. Ausnahmsweise mal am Anfang. Boah, Leute. Oh, ich sehe überraschte Blicke da hinten. Puh, was soll ich dazu sagen? Das ist mega geil. Ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Boah, Leute. Das durchzogene Fett, das ist so lecker. Das Fleisch ganz zart. Ich bin mega begeistert. Also das ist ein Stück Fleisch. Definitiv, das sind 18 Daumen oben hier hinter der Kamera. Hundertprozentig. Das werde ich mir öfter besorgen. Also das kann man sich natürlich, also habe ich ja schon am Anfang gesagt, das ist jetzt natürlich auch nicht der billigste. Das kannst du ja nicht jede Woche holen oder öfter die Woche oder keine Ahnung. Aber wenn man da mal Bock drauf hat, so alle paar Monate, dann finde ich, kann man sich sowas auch mal leisten. Und haust du wohl ab? Und ich würde sagen, ihr seht ja, was hier abgeht. Wir ballern uns das jetzt rein. Abonniert am besten noch meinen Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns in den nächsten Videos. Mann, ist das lecker, ey. So. Gut. Melancholy bells. Zu Recht, das geheime Filet. Stories to tell. Father, mighty father, went down to wish him well in the morning. Ain't that the way that it goes? Sometimes. Just when you save a little piece of your mind, they've got you drinking super.